Wir haben hier das Battle Nixtar gegen Capri. Sagt dir das was? Nix da. Sagt dir das? Nein, gar nicht. Das Battle sagt dir nichts da. Das kann Nein. auch gar nicht sein. Ja, Ja, das. also vielleicht so ein bisschen, um dir das. Vielleicht muss man es fürs Battle wissen, vielleicht auch nicht. Nixtar ist ein recht bekannter YouTuber. Ich gucke jetzt nicht seinen Content, aber ich weiß, dass er ziemlich bekannt ist. Also er ist. Seine VR1 hat 50.000 Klicks, sagen wir es einfach so, wie es ist. Jo. Capri kenne ich nicht, aber ich habe viel über das Battle gehört. Ich habe gehört, Nixtar ist überhyped und so weiter. Habe mir dann auch seine Runde mal angehört. Muss sagen, das ist wahrscheinlich, was Punchlines angeht, auch wahr. Aber man muss schon sagen, man kann sich seine Runde ganz okay anhören. Ja, deswegen, also ich fand es ein interessantes Battle, weil wir hier zum einen eben einen YouTuber haben, der sehr, sehr gut produziert ist, aber dafür Punchline-technisch nicht so stark ist. Und dann einen etwas unbekannteren Rapper, der jetzt wahrscheinlich Punchline-technisch ein bisschen stärker ist, oder einen normalen Rapper halt, gegen eben so einen großen YouTuber. Das finde ich halt, diesen Kontrast finde ich interessant. Deswegen habe ich das hier mit reingenommen. Ja, Ein schon ein Battle, kleiner Fun-Fact. Das Feature, was Nix da in seiner Runde hat, Lara Loft, das ist die Synchronsprecherin von Lara Croft in den Tomb Raider Spielen hier in Deutschland. Das ist kein Witz, das stimmt tatsächlich. und die macht eine VBT-Hook. Ja, und die macht eine VBT-Hook. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Gut. VBT wird immer weniger Battle Rap. Schauen wir uns doch mal die Runde von Nix da an. Möglicherweise zu überhyped, wer weiß das schon. Wie gesagt, ich finde, anhören kann man sie sich. Im Finale kommen Minecraft-Tutorials, ich sag's dir. Nächster. Was ist das für ein Gegner? Was ist das für ein Gegner? Halt doch bitte die Fresse! Deine Eltern schämen sich jeden Tag. Einmal nicht richtig verhütet, einmal nicht ganz aufgepasst. Auf einmal hast du einen Sohn, der außer Fix und Schlafen nichts macht. Was ist das für ein Battle? Was ist das für ein Gegner? Halt doch bitte die Fresse! Deine Eltern schämen sich jeden Tag. Einmal nicht richtig verhütet, einmal nicht ganz aufgepasst. Auf einmal hast du einen Sohn, der außer Fix und Schlafen nichts kann. Manche Rapper tragen Maske, um ne Message zu verbreiten. Doch du trägst sie nur, um deine Fresse nicht zu zeigen. Denn wüsste man, wer hinter dieser super hässlichen Maske steckt, müsstest du ne Woche ohne Abendessen ab ins Bett. Von Sound über Beat zu den Lyrics hast du alles selber produziert. Die Scheiße klingt echt billig, da kann ich gut verstehen, was dich frustriert. Du hörst meinen Track, kriegst nen harten Ball bei dem Sound, da geb ich dir nen Ratschlag, lieber Capri, pass gut auf. Wasch dir deine Haare, du lernst niemals, wie man float. Fass dir an die Nase, du MC, ein schlechter Joke. Wie du mit Rap Kohle machst, verrat ich jetzt in diesem Lied, Bro. Lösch den Rapper-Sin-Account und dann verkauf dein Mikro. Das ist die erste Strophe. Ja, also, wie gesagt, videotechnisch finde ich es gut, soundtechnisch auch gut, aber Flow ziemlich abgehackt finde ich, dafür, dass er so ein Beat genommen hat. Er hätte lieber irgendwie so einen ganz normalen Boom-Bap-Beat oder so nehmen können, da kann man viel einfacher drauf flowen als auf so ein Trap-Kram. Dadurch klingt das halt extrem abgehackt. Und Punchline-technisch, also da ist ja gar nichts drin. Außer jetzt die letzte Line mit dem Mikro, die war in Ordnung. Ja, dann noch das mit der Maske da. Manche Rapper tragen Maske, um eine Message zu verbreiten. Also die Line, also die findest du die gut oder nicht? Also ich finde die jetzt Nee, ich nicht. verstehe sie Ja, nicht. richtig. Sehr, Deswegen.
Wer trägt denn eine Maske, um eine Message zu verbreiten? Doch meistens nur irgendwie radikale Punks. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat man da so ganz leise in den Adlibs im Hintergrund hat man Lance Butters gehört. Aber ich frage mich, wo Lance Butters eine Message verbreitet mit seiner Maske. Ich glaube, das ist alles Promo für Iron Man, ich weiß es nicht. Und dann dieser komische Zweckreim mit fass dir an die Nase. Ja, Warum? Warum? fass dir an die Nase, wasch dir deine Haare. Hauptsache, man hat so einen Reim drin, weißt du? Ich verstehe es auch nicht. Also ich mache beides, wenn du mir erklärst, warum. Ja, damit du besser rappst, versteh das doch mal. Nee, Quatsch, wie war das? Damit du Geld mit Rap verdienst, genau. So, ja, okay. Also, damit du Geld mit Rap verdienst, musst du dir die an die Nase fassen und deine Haare waschen und dann kannst du noch dein Mic verkaufen. Das macht ja noch Sinn, okay. Die Line akzeptiere ich auch als Punchline, die puncht. Irgendwo. Hat zwar kein Gegnerbezug, aber sie puncht. Ja. Aber ja, gut, so viel dazu. Hören wir Machen mal. wir weiter mit Lara Croft Love. Ja. Lösch den Rapper Sin-Account und dann verkauf dein Mikro. Wegen weiter, aber so geht's nicht. Er hat keine Hilfe, alle Freunde sagen ohne mich. Niemand, der ihm sagt, dass er den Takt in keiner Strophe trifft. Homeboy, dieser Nixer ist zu dope für dich. Capri heult sein Leben, das ist hopeless shit. Diese Strophe Du wärst so trifft. gerne ein Gegner, doch du bist und bleibst nur ein Fan. Machst dir aus Salpen die Hose, weil du mich seit Jahren schon kennst. Ich sehe dich auf der Straße und denk, Alter, ist der hässlich. Du siehst mich auf der Straße und fragst nichts, da machen wir Selfie. Du siehst aus wie ein Hoden mit der Vogelmaske. Oh, da guck ich lieber nach, ob ich noch irgendwas im Ofen habe. Ey, warte mal. Ey, ich hab wirklich noch was im Ofen. Ey, das ist ja komplett geil. Nice, dann muss ich ja gar nicht mehr rappen. Swag. Homeboy, dieser Nixer ist zu dope für dich. Capri wägen weiter, aber so geht's nicht. Er hat keine Hilfe, alle Freunde sagen ohne mich. Niemand, der ihm sagt, dass er den Takt in keiner Strophe trifft. Homeboy, dieser Nixer ist zu dope für dich. Capri heult sein Leben, das ist hopeless shit. Strophe Tja, aber was willst du halt auch machen, wenn du scheiße bist, bist du scheiße und wenn du kacke bist, bist du halt auch scheiße, aber auch kacke. Ja. Es gibt da natürlich ein Making-of-Video zu, ist auch ganz klar, weil es ist ein VR1, ein VBT. Klar, Mann. Jo, also Nichts. im zweiten Part war gar keine Punchline drin. Also zumindest nichts, was jetzt irgendwie getroffen hätte. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, doch, irgendwie schon. Ich finde das mit dem Ofen, dass er dann sagte, ja, oh, ich habe ja doch noch was im Ofen, ach, dann bist du ja tot, ich muss gar nicht mehr rappen. Das finde ich jetzt so weitergedacht als Pointe. Ja, okay. Aber ansonsten war irgendwie nach seiner ersten Strophe nur noch von Lara Loft irgendwas Erwähnenswertes. Ja, also die Hook finde ich echt geil. Also die kann auch echt gut singen. Die hat schon, nicht, dass ich das gutheißen würde, aber die hat auch, glaube ich, schon bei so einer Castingshow mitgemacht. Boah, wie heißt denn der? Rotz, nicht Supertalent, nicht DSDS, das andere da. Voice. Voice of Germany, genau, da hat die, glaube ich, mitgemacht. Aber mal davon abgesehen, die kann echt gut singen und also wie gesagt, ich finde, anhören kann man sich die Runde, echt. Jo. Aber Punchline-technisch, also es ist keine Battle-Rap-Runde. Ich frage mich auch, der sagt ja, sein Gegner ist hässlich und im nächsten Satz, ja, deine Maske, du. Sieht man ihn auch ohne Maske oder Die, wie? den Gegner, also in seiner Runde hat er keine Maske an, das kann ich schon sagen. Okay, dann. Ich weiß aber nicht, ob er das in der Quali auch mal hatte. Ich weiß es Ja, nicht. verwirrt nur ein bisschen, Vielleicht ne? hat er die auch in seiner VR1 dann abgenommen, um Gegnerbezug wegzunehmen. Weiß ich nicht. Okay. Gucken wir uns mal Capri an. Und wie gesagt, von dem war ich positiv überrascht.
Und das, obwohl Nix da wahrscheinlich relativ viele Favoritenpunkte hatte, aber wahrscheinlich hatte trotzdem irgendwie einen guten Gegner erwischt. Also auf jeden Fall einen würdigen Gegner. Können wir mal rein. Jo. Hey Niklas. Auf ein gutes Battle, mein Freund. Ja. Für mich ist das das VBT, für dich ist das die Ehrenlos. Du bietest deinen Leuten Fastfood, ich bin der 5-Sterne-Koch. Betteln? Gerne doch, zeig mal was du kannst. Denn deine vielen Klicks haben mir keine Relevanz. Deine Quali gesehen und vergessen wo du rappst. Zwischen Singen, Sang und Phrasen blieb nichts hängen von dem Rest. Das war dein Henkersmal. Hoffe die Pizza hat geschmeckt, doch überdenk nochmal, ob du das Dissen lieber lässt. Denn du bist doch so sympathisch, hast den Ruf zu verlieren. Setz dich ein für Toleranz in einem YouTube-Turnier. Ich bin mir sicher, das hätte super funktioniert. Doch jetzt scheitert die Mission an einem Zyniker wie mir. Du bist der Mike, ich seh niemanden, der ausflippt. Wo ist dein Hype? Ich glaub, du nimmst zu viel Rauschgift. Du kannst dich rappen, doch was soll's. Ich bring das Dope und du die Wackness und das Volk. Stimmt, dass das VBT weniger Klicks hat? Doch wer kriegt noch weniger Klicks ab? Nix da. Du willst dein künstlerisches Selbstmal beleuchten, aber mit Disses haben bei YouTuber die Trends noch beuten. Ey, dafür Werbung alles machen, halt der Alltag ist. Kann sich auch nicht mehr viel von dieser Katja Krass erwischt. Eine Blutspur vom Grab und auf dem Grab, da steht dann ein YouTube-Kommentar und der lautet: Jo, das ist die erste Strophe mal gewesen. Das habe ich jetzt einmal unterteilt, weil es 2 Minuten 50 geht. Also war die eine oder andere gute Punchline dabei. Ist natürlich bei Nix da auch nicht so schwer, Gegnerbezug zu finden. Der ist sehr, sehr bekannt. Aber ja, also was soll ich sagen? Also solider Sound, cooler Beat, sehr lässig. Flow ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber gefällt. Ich fand ziemlich viele gute Lines bei. Also, abgesehen davon, dass er eine recht gute Stimme hat, einen relativ guten Flow, sag ich mal. Also ich erwarte, sag ich mal, sowas zum Beispiel, dass das auch in die VR3 schon kommen könnte. Und ja, was mir so an Lines aufgefallen ist, ist zum Beispiel auch, was ich mich ja gefragt habe, wo Nix da gerappt hat manchmal. Und ansonsten war da noch das mit diesem Ruf zu verlieren. Mhm. Sein Nix da für Toleranz eintritt im VBT. Gut, das habe ich. Ich habe seine Quali, glaube ich, einmal geguckt. Auch nochmal ein kleiner Funfact: MC Baum kommt in seiner Quali vor. Was? Ja, weil die beiden sich so ähnlich. Anscheinend sind die irgendwie Buddies oder was weiß ich. Auf jeden Fall sitzt Nix da die ganze Zeit auf so einem Sofa und der Beat ist auch von MC Baum produziert, den er in seiner Quali hat. Und dann gibt's so einen kurzen Schnitt und dann ist da quasi, sitzt da MC Baum mit den exakt gleichen Klamotten wie Nix da auf der Stelle von der Couch. Das erkennt man fast gar nicht, dass es Baum ist. Und dann gibt's wieder einen Cut und dann ist es wieder Nix da, aber das ist auch so. Ja. No style. Ja, anscheinend, ja. Aber ist tatsächlich so, also. Hart. Ja. Ja, gucken wir uns mal den Rest an. Ich wünsch dir insgeheim ein Finale gegen Brian, doch es ist wie ein LOL. Du wirst Diamond nie erreichen, Digga, muss das echt sein? Eine Pause, jede Line, keine Ahnung, was das soll, sind die zum Peilen deiner Zeilen? Du wirst überflaut, kriegst im Vorbeirennen eine Klatsche und du klebst an der Hand wie ein Nice ohne Waffe. Was der Kleine dabei sind mit der peinlichen Lache, doch nie gut genug fürs Binnen, ich hab keiner beachtet. Ein stummer Schrei bei einer weiteren Nachtschicht, der nix hat genug und so treibt ihn die Absicht. Ein Aussteiger zu werden, hängt jetzt rum mit Heroin, kickt per Nadel kriminell, doch die Wildkatze so nie. MC Baum sieht ja genauso aus wie du. Voll witzig. Komm, Mark Forster sicher auch in deine Crew. Verpiss dich. Such dein Glück doch lieber mal in einer anderen Rubrik. Mach statt Rap, Country-Musik. Stimmt, dass das VBT weniger Klicks hat? Doch wer kriegt noch weniger Klicks ab? Nix da. Du willst dein künstlerisches Selbstmal beleuchten, aber mit Disses haben bei YouTuber die Trends noch ausbeuten. Ey, dafür Werbung alles machen, halt der Alltag ist. Kann sich auch nicht mehr viel von dieser Katja Krass erwischt. Eine Blutspur vom Grab und auf dem Grab, da steht dann ein YouTube-Kommentar und der lautet: Die Frage, wer verliert, du oder ich? Ich sag dir, wer verliert, das VBT, deine Klicks. Du hättest furchtbar gerne mal mit Julia gefickt. Doch Julia findet sogar Sola cooler als ich. Werde Zeuge, wie der Typ hier ein YouTuber kickt. Merkt euch besser meinen Namen, das ist Newcomer-Shit. Erzähl nochmal,
Ey, wie super du bist, weil du dein Lebensunterhalt nur durch Zuschauer kriegst. Nächster nervt das VBT mit schlechtem Gesang. Nein, nächster macht keinen Rap. In echt ist er Punk. Check die Diskografie, du hast einen Dreck in der Hand. Du hast niemand was zu sagen, Deutsch Raps Praktikant. Ich hab dir mit der Runde deine Zukunft verbaut. Bald trittst du vor paar Fans in Jugendclubs auf. Das ist Capri vom Beruf, hau ich YouTuber raus. Nächster war mir zu sympathisch, gib mir Kuchen TV. Yeah, that's it. Waren noch einige ziemlich coole Lines dabei. Die MC Baumline und die Line mit dem Singen und die mit dem Punk in seiner Biografie oder wo das auch immer war, wo das steht, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall gut getroffen. Also muss man mal wirklich so sagen. da bin ich jetzt irgendwie raus. Okay. Ich habe nicht mehr so viel mitbekommen von... Okay. Zumindest kam bei mir nicht mehr so viel Gutes an, irgendwie halt. Außer, ja, er verdient sein nur über Zuschauer, okay. Aber auch dafür muss er eine Leistung bringen, ne? Ich weiß nicht, fand okay. Ich jetzt nicht besonders gut in dem zweiten und dritten... Ja gut, man muss auch dazu sagen, also die Runde plätschert ein bisschen vor sich hin, während man sich Nixers Runde halt einfach ganz gut anhören kann, auch wenn Nixers Flow so komisch abgehackt ist, aber man kann sie sich trotzdem gut anhören wegen dem Refrain, ist das hier halt eher so, weiß ich nicht, es sind ein paar gute Punchlines drin, Audioqualität ist okay, Flow ist okay, aber es plätschert halt ein bisschen vor sich hin. Weil der halt auch nichts so richtig Besonderes an sich hat, außer dass er jetzt die Stimme so ein bisschen dunkler ist. Aber um das hier nochmal so abzuschließen, Nixer ist rausgeflogen, Capri ist weiter. Ja, krass. Das ist so das VBT-Phänomen, ich liebe sowas. Also im VBT zählt nicht einfach nur Fame. Wir sind ja nicht im JBB. Gesamtergebnis 3-4, ja. Finde ich cool. Wobei ich jetzt nicht unbedingt behaupten würde, dass ich jetzt Capri verfolgen werde, weil er nichts da rausgeschmissen hat oder so. Aber man kann ja mal dann in seine VR2 reingucken, mal gucken, wen er dann so als Gegner bekommt und so weiter und so fort. Aber finde ich cool, dass er gewonnen hat. Also hätte ich nicht gedacht, das ist für mich so die größte Überraschung in der VR1 gewesen. Sonst waren ja da noch nicht so viele Überraschungen, alles relativ einseitige Ergebnisse. Aber das könnte ich so als meine größte Überraschung in der VR1 eigentlich hinstellen. Ja. Damit. Ich hab, ja? Ja? Zu sagen. Okay, alles klar.